Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich der Dreifachakademiker Axel Kasseker von der FPÖ. Er ist Jurist, Sportwissenschaftler und Betriebswirt. Und unter dem Eindruck des sich hinauflizitierens, wo man jetzt noch mehr Geld ausgeben, noch mehr zur Verfügung steht, also das Geld ist ja geradezu abgeschafft. Wir nehmen unseren Steuerzahlern 115 Milliarden Euro weg und kommen mit diesem vielen Geld trotzdem nicht aus, also nicht wir, sondern Sie als Bundesregierung, und machen weiter 17 Milliarden Defizit. Auch hier wird gefordert, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich glaube, dass das nicht das, ich bin überzeugt davon, dass das nicht das wirkliche Problem ist, sondern das wirkliche Problem ist meines Erachtens, dass das Bildungs- und Wissenschaftsministerium, und ich rede jetzt vom tertiären Bereich, also dem Wissenschaftsbereich für die Universitäten, Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen, dass das Wissenschaftsministerium seine Aufgabe nicht wahrnimmt. Aus meinem Selbstverständnis müsste das Wissenschaftsministerium genau diese strategische Führungs- und Leitungsinstanz sein, die vielleicht nicht unbedingt Visionen hat, aber doch zumindest Ideen hat, Strategien hat, diese entwickelt, vorgibt, damit Sicherheit schafft, Perspektiven schafft, Vertrauen schafft. Nichts von dem stelle ich hier fest. Da geht es um kleine Streitereien um 150 Millionen dort oder nicht, um 1,2 Millionen. Also da geht es um Streitereien mit der Rektorin der Technischen Universität Wien, die sagt, wir brauchen 1,2 Milliarden die nächsten zwei Jahre. Sie sagen, sie brauchen nur 800 Millionen, und von den 800 nehmen Sie mal 300 aus Ihrer eigenen Rücklage. Drei Tage später sagen Sie, wir brauchen jetzt doch 150 mehr, 950. Das ist alles sprunghaft auf der operativen Ebene schlecht gemacht, hat mit Strategie nichts zu tun. Sie sollten sich damit beschäftigen, sich Gedanken zu machen im tertiären Bereich. Was sind die Aufgaben der Universitäten? Was sind die Aufgaben der Fachhochschulen? Da gibt es unheimliche unterschiedliche Zugänge. Stichwort: Das eine sind Bildungseinrichtungen und das andere sind Ausbildungseinrichtungen. Und Bildungseinrichtungen dienen einmal prioritär nicht der Deckung des Bedarfs der Wirtschaft. Das machen die Fachhochschulen als Ausbildungseinrichtungen. Dann geht es auch darum, das haben wir Freiheitliche leider erfolglos im Rahmen unserer Regierungsbeteiligung angehen wollen, dass die Universitäten und technischen Universitäten ein Profil entwickeln. Wofür bin ich besonders gut als TU Graz, als TU Wien, und nicht den 22 Mal den Bauchladen? Wenn Sie sich diese Gedanken gemacht hätten, dann wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit so ein Konstrukt wie das Institute of Digital Science Austria in Linz nicht zustande gekommen, weil das passt irgendwie so überhaupt nicht in die Landschaft. Wir haben eine TU München, wir haben eine TU Wien, wir haben eine TU Graz, hervorragende technische Universitäten. Das heißt, hier kommt nichts von Ihnen. Sie sind ja nicht einmal in der Lage, eine echte Studienplatzfinanzierung auf die Beine zu stellen. Auch von uns Freiheitlichen angestoßen, gefordert im Rahmen der Regierungsbeteiligung 2018. Jetzt sagt mir der Sektionschef Bichl, ja, 2022 haben wir jetzt einmal die ersten Zahlen, damit wir überhaupt feststellen können, was kostet so ein Studienplatz. Also Sie segeln ja da vollkommen im Nebel herum. Das ist aber Conditio sine qua non, diese Feststellung, um einen ressourceneffizienten Umgang auch mit den Steuergeldern überhaupt zustande zu bringen. Es wird immer nur über den Input geredet, niemand redet über den Output. Wir wissen doch, dass insbesondere unser tertiärer Bereich ein Riesenproblem genau mit dieser Relation hat, die nicht stimmt, die nicht optimal ist. Wir haben riesige Inputs, und wenn wir uns die Outputs anschauen, ich sage nur Stichwort Innovation Scoreboards etc., sind wir seit Jahrzehnten bei den Followern. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Da brauche ich aber das entsprechende Instrumentarium, um hier eine Effizienz und Effektivität auch feststellen und messen zu können. Nichts davon ist im Ministerium vorhanden. Das würde dann auch uns in die Lage versetzen, eine ordentliche Finanzierung für die Universitäten nach einem dreistufigen Modell, nämlich Lehre. Dann weiß ich genau, was die Lehre kostet. Forschung, diese wäre wesentlich kompetitiver auszugestalten, und Infrastruktur aufzubauen, ein Steuerungsinstrument. Da kriege ich dann das Optimum heraus von dem, was wir an Steuergeldern reinstecken. Nichts davon bringen Sie hier als an sich zuständige strategische Organisationseinheit zusammen. Und ich möchte schließen mit den Fachhochschulen. Das ist ja schon fast eine Satire. Die Fachhochschulkonferenz
hat im Jänner 2022 ein ganz klares Forderungsprogramm, und da stehen keine Grauslichkeiten drinnen, sondern die Notwendigkeiten für den Fachhochschulsektor, der ja eine Erfolgsgeschichte ist seit ungefähr 30 Jahren, und das wollen wir auch eine Erfolgsgeschichte bleiben soll, aber mit so einer strategischen Führungsinstanz, wie Sie es hier als Minister, als Ministerium darstellen, wird das schwierig, weil Sie nicht einmal in der Lage sind, hier eine stabile, einen Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben wir Ende 2022, wir kennen die Vorlaufzeiten auf den Fachhochschulen zur Planung von Studiengängen, zur strategischen Planung. Das sind doch nicht ein paar Monate. Nach Ihrem Plan wird jetzt, nachdem im Mai 2022 ein Kick-Off-Meeting stattgefunden hat und dann offensichtlich monatelang nichts passiert ist, findet jetzt ein Stakeholder-Treffen im ersten Quartal 2023 statt. Das heißt, nur wenige Monate. Die Fachhochschulen brauchen aber dringend eine Guidance. Was passiert jetzt ab September 2023? Wenn Sie sagen, ja, da helfe ich Ihnen aus mit den Rücklagen. Das hat doch mit Planbarkeit und Verlässlichkeit und Vertrauen nichts zu tun. Diese Rücklagen spielen überhaupt im gesamten Budget eine unrühmliche Rolle. Wir haben 17 Milliarden Rücklagen, das heißt Gelder, die nicht verbraucht wurden. Das heißt aber gar nichts. Das ist das Papier nicht wert, auf dem Sie stehen, wenn nicht der Herr Finanzminister das genehmigt. Andererseits sitzen wir hier und beschließen ein Budget mit einer Blackbox, die 26 Milliarden Euro groß ist, fast ein Fünftel des Budgets, nämlich 17 Milliarden Rücklagen und 9 Milliarden Überschreitungsermächtigungen für die Minister, wo wir überhaupt keinen Zugang haben. Also da stellt sich mir schon grundsätzlich die Frage, inwieweit das wichtigste Recht des Parlaments, nämlich die Budgethoheit, überhaupt hier noch gewährleistet ist. Aber ich schweife jetzt ein bisschen ab schon. Bleiben wir bei den Fachhochschulen. Ich sollte jetzt einen Entschließungsantrag einbringen, der liegt aber auf meinem Tisch, und würde den Erwin bitten, in Windeseile mir den zu geben. Vielen Dank. Zum Thema Fachhochschulen Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung werden aufgefordert, die Finanzierung der Fachhochschulen dauerhaft und langfristig planbar sicherzustellen. Der Abgeordnete Axel Kassecker von der FPÖ. Er sagt, Fachhochschulen sind eine Erfolgsgeschichte. Allerdings hat er Zweifel ob der strategischen Führungsinstanz. Er vermisst nämlich einen stabilen Finanzierungsplan und bringt diesbezüglich einen Entschließungsantrag ein.